Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute mal über ein Phänomen, das auch der Witwenbuckel genannt wird und inwiefern die Nebenniere und die Überlastung mit Cortisol eine Rolle spielt und wie wir das Ganze wieder in die Balance bekommen, warum es mittlerweile doch immer jüngere Frauen auch betrifft, das erfahren Sie heute von unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Peter. Hallo, Corinna. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt endlich mal die Freude, dich auch persönlich kennenzulernen. Bisher warst du ja immer bei Kollegen und habe schon viel von dir gesehen. Hast ja auch ein breites Spektrum, Facharzt, Allgemeinmedizin, Diplombiologe, Chemiker und Kulturwissenschaften auch noch mit im Spektrum. Ja. Und ich hatte dann gedacht, wir sprechen mal über ein Thema, worüber ich noch nicht so viel gehört habe bisher, aber wo ich doch gesehen habe, dass viele Frauen drunter leiden. Also weil so eine Nebennierenüberlastung und eben, dass dieser Buckel damit zusammenhängt, das habe ich, glaube erst vor ein paar Wochen erfahren. Okay. Und von wem? Ja, von einem Kollegen von dir. Aber ich muss gerade überlegen, weil ich habe ja so circa 500 Interviews im Jahr. Aber die wichtigen Sachen, die merke ich mir auf jeden Fall. Und dachte ich, wenn als nächstes jemand kommt, dem ich das zutraue, dass der mich da gut berät oder Auskunft geben kann, dann frage ich dich jetzt einfach mal zu dem Thema, wie das ganze System überhaupt zusammenhängt. Gut, also fangen wir mal ganz einfach an und sehen mal, das Ganze ist eine Einheit. Ja, wir haben eine Achse, diese berühmte Stressachse. Hypophyse, Hypothalamus, Schilddrüse, Nebenniere. Und da sind auf dieser Autobahn, sag ich mal, wo Tausende von Hormonen jeden Tag Signale senden, unheimlich viel Verkehr. Wenn wir jetzt einen Mensch haben, der in einem Dauerstresszustand ist, dann erschöpft sich die Nebenniere. Ja, in dem Moment fährt auch das Immunsystem runter. Und das ist auch das, was sehr viele Menschen kennen nach einer starken Anstrengung, zum Beispiel eine Prüfung, Staatsexamen. Die Leute sitzen im Zug, fahren heim und werden krank. Daran sehen wir mal diese Erschöpfung. Und das haben wir jetzt auch bei Corona gesehen. Die Leute, die im Dauerstresszustand waren, haben eher ihr Immunsystem geschwächt statt gestärkt. Das zeigt also, dass da ein großer Reiz ist, der auch auf von der Nebenniere auf unser Immunsystem überspringt, das psychoneuroimmunologische System. Das wird immer mehr erforscht, ist auch hochspannend. Und da stellt sich natürlich für mich in der Naturheilkunde oder in der integrativen Medizin, wo ich ja tätig bin, die Frage, können wir hier positiv eingreifen? Weil geben wir Hormone beispielsweise, also jetzt ein Patient hat Asthma, bekommt ein Cortisonspray, dann geht das Asthma zurück, aber interessanterweise bekommt manchmal dieser Patient einen Hautausschlag. Dann bekommt er auf den Hautausschlag wieder eine Cortisonsalbe geschmiert und dann ist die Haut wieder gut und das Asthma wieder da. Ja, das bedeutet also, wir schieben eigentlich nur etwas hin und her, statt es zu regulieren. Und genau das Regulieren ist das, was mir am Herzen liegt, dass ich gerade bei meinen Patienten solche Phänomene nicht mache, sondern in einer ganzheitlichen Situation versuche, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen, ohne chemische Hormone. Denn Hormone wirken ja in so einem Bereich von rein rechnerisch einer D8 bis D11. Das heißt also 1 mit 8 Nullen oder 1 mit 11 Nullen, das ist also eine unvorstellbar kleine Menge. Und wenn man dann überlegt, dass genau die Hormone als Signal, als Botenstoffe hier regulierend eingreifen, dann müssen wir uns auch vorstellen, wenn wir einen defizitären Zustand haben, wie in einer Nebenniere hat es wenig Sinn, dass wir hier mit großen Keulen draufschlagen, sondern wir müssen aufbauend wirken. Und da gibt es in der Naturheilkunde zwei Pflanzen. Das ist einmal Ashwagandha, die Schlafbeere aus der Ayurveda-Medizin. Die Ayurveden ist ja die älteste Medizin im Norden von Indien. Und auf der anderen Seite Rosenwurz, Rhodiola, Rosea. Eine Pflanze, die ganz weit oben wächst, nämlich so an der
arktischen Grenze bei 3000 Meter Höhe in Europa und Nordamerika. Da wächst also diese Rosenwurz und hat eine unheimlich stärkende Wirkung auf die Nebenniere. Verblüffend. Und man kann auch beides kombinieren, die Schlafbeere und die Neben- und die des Rosenwurz, die hier als Adaptogen wirken. Das heißt, bist du im Defizit, baut es dich auf, bist du im Übertretenzustand, dann holt es dich wieder runter. Und so ist es auch so, wenn du einen Stresslevel hast, also total viel Stress, dann kann Ashwagandha oder aber auch die Rhodiola, also der Rosenwurz, dir Kraft geben. Mhm. Und das ist der Ausgleich, den der Körper benötigt. Und wenn dann die Drüsen wieder im Gleichgewicht sind, dann geben die ja wieder die entsprechende Hormondosis ab in das Gesamtsystem, sodass dann der Gleichklang wieder sich einstellt. Das ist hochspannend. Wir haben ja häufig Patienten, und meistens sind es wieder Frauen, die eine Schilddrüsenfehlfunktion haben. Ja. Bei uns in hat den sogar Gebieten, jede dritte oder so. Ja, Süddeutschland, Österreich, Schweiz sind ja weit weg vom Meer. Wir haben da ein bisschen Jodmangelgebiet. Das ist dann so eine Schilddrüsenunterfunktion. Dann gibt es L-Thyroxin. Jetzt haben wir aber die Erfahrung gemacht, du stellst den Patienten ein auf so einen Wert zwischen 1 und 2, aber der Patient hat keinen Gleichklang, sondern er fühlt sich unwohl. Das heißt also, der individuelle Wert ist nicht der, der der Patient benötigt. Und dieses rauszufinden ist äußerst schwierig. Das bedeutet eigentlich, auch hier versuche ich regulativ zu arbeiten. Das hängt die Schilddrüse mit der Nebenniere zusammen? Ja klar, das ist ja die Achse, ne? Die Stressachse, Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere. Könnte man sagen, wenn die Nebenniere eine Weile überlastet ist und ignoriert wird, dass der nächste Step dann die Schilddrüse ist? Ich würde es eher so sagen, die Schilddrüse ist der Hauptregulationspunkt. Okay. Und die Schilddrüse versucht alles auszugleichen, schafft es aber nicht und kommt deswegen dann in eine Unterfunktion. Mhm. Das ist verrückt. Das heißt also, die Schilddrüse ist meines Erachtens, warum gerade hier vorne am Hals? Ich spüre mein Gegenüber. Mhm. Außen, innen, ist es hell, ist es dunkel. Der Herrgott hätte ja die Schilddrüse ja irgendwo ganz anders hinbauen können. Aber warum gerade hier vorne am Hals? Spannend, oder? Hm. Wenn es ja nur eine Drüse ist. Und das ist genau das, was ich immer wieder feststelle. Also warum sind die Organe an der Stelle, wo sie sich befinden? Ja, hier sitzt ja die Kommunikation. Und klar, exakt. Wenn man sich mit Frauen unterhält, die mit der Schilddrüse Thematiken haben, kommt auch immer irgendwo wieder das Thema, die eigene Wahrheit nicht aussprechen können oder vielleicht Dinge auch zu schlucken. Ich meine, das haben wir Frauen natürlich gelernt. Sei brav, ruhig angepasst und sag möglichst nicht deine Meinung. Ja, in der Tat ist es so. Aber darüber sehe ich ja bei der Hormongabe nichts. Darüber wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Und jetzt gibt es drei Kräuter, die wir alle kennen. Das ist einmal das Gänseblümchen. Mhm. Einmal das Schöllkraut und die Jamswurzel. Und die in der D5, also 1 zu 10.000 rein rechnerisch verdünnt, haben eine Korrekturfunktion. Mhm. Und die drei zusammengegeben, man gibt da in der Regel so 3x50 Tropfen, hat auf natürlichste Art und Weise eine Option, hier diese Achse wieder frei zu machen, sodass die natürlichen Hormone wieder ungehindert fließen oder zirkulieren können. Bei der Nebenniere habe ich noch eine Frage zum Thema, was kann die alles stressen? Weil manche denken vielleicht, ich muss irgendwas chronisch im Dauerstress sein, aber das können ja auch Kinder sein, wenn die klein sind oder vielleicht genau. Auch lebensverändernde Situationen wie Trennung oder irgend sowas, was ja. Einen so ein bisschen... Auch für was steht denn auch die Nebenniere? Vielleicht gibt es ja auch so einen Zusammenhang mit Lebensthemen, so wie jetzt zum Beispiel die Schilddrüse mit Kommunikation. Naja, Fluchtverhalten. Also neben mir steht der Säbelzahntiger und will mich aufessen. Aha. Ja, und dass ich dann... So Existenzängste vielleicht. Genau, und dass ich dann alles zusammenpacke, dass ich wegrenne, ja, dass ich das realisiere. Oh, da ist eine Bedrohung. Das ist eigentlich die Nebenniere, so könnte man das sagen. Und wenn ich jetzt halt solche junge, dynamische Männer sehe an einer Ampel, die müssen da warten, die Ampelzeit droht, dann geben die immer wieder das Gaspedal, Signale, rum, der Motor jault hoch. Das sind eigentlich die übersteuerten
Nebennierenprobleme, könnte man sagen. Ja. Aha. Übertrieben dargestellt, weil er muss ja nicht wegrennen, er kann ja nicht wegrennen, aber das Problem ist ja gegeben. So, und dieses wieder einzubalancieren, das ist eigentlich die Aufgabe. Dann kann ich aber auch mit den Gänseblümchen, Schöllkraut und Jamswurzel auch eine auf der psychischen Ebene eine Regulierung wiederum hinkriegen. Ja, selbstverständlich. Du hattest mir gestern noch erzählt, das Gänseblümchen, dann kannst du drauf treten. Und nach einer halben Stunde steht es wieder aufrecht da. Und ist ja auch in der Homöopathie ein ganz wichtiges Mittel für diejenigen, die nach einer Entbindungs- und Dammschnitt bekommen haben, diese Schmerzen innerhalb weniger Stunden zu beseitigen. Das kann alles das Gänseblümchen als phytotherapeutisches Mittel. Das ist hochinteressant. Und Schöllkraut ist ja jenes, was die Stauung in der Leber-Galle-Problematik löst. Die Gallenflüssigkeit wird ja in der Leber gebildet und fließt durch Kanalsysteme der Leber in den Tank, was wir Gallenblase nennen. So. Und der Gallensaft brauchen wir für die Fettverdauung. Wir haben aber Patienten, da sehen wir immer wieder, die stehen so unter Spannung, dass der Gallengang mehr oder minder oder die Gallengänge der Leber in einer Art Anspannung stehen, sodass der Fluss auch in diesen Systemen gehemmt ist. Und da entspannt Chelidonium, Schöllkraut. Auf der anderen Seite, die Jamswurzel hat ja hormonähnliche Inhaltsstoffe, die ja auch ausgleichend wirken. Über Eierstöcke, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere. Das sind ja viele Regelkreise. Und uns ist ja das nur bewusst, dass wir sagen, ja, Hormone, die haben wir gefunden. Aber diese Feinjustierung, wo ist da die Stelle, wer gibt da den Takt vor, das ist, glaube ich, bis heute noch nicht ganz herausgefunden. Und wenn ich dann in einer Schräglage bin, dass ich immer Ängste habe, der Patient sagt, oh Gott, eine Bedrohung, er muss morgen wieder zur Arbeit, es sind die Konflikte mit der Schwiegermutter oder irgendwelche oder mit dem Nachbar oder am Arbeitsplatz. Kann es auch was Positives sein, dass man sagt, man ist einfach businessmäßig viel unterwegs? Ja, das ist der Eustress. Ja, der Eustress. Ja. Aber trotzdem, wenn der Eustress zu lange und zu heftig ist, dann schlägt es ins Negative um. Weil die Energie ist dann irgendwann verschwunden. Und dann kommen diese Erschöpfungszustände. Und das ist ja genau das, was ich immer wieder feststelle bei diesen erschöpften Patienten. Ja, die heißen, sie fühlen sich ausgelutscht, sie sind morgens schon wach, sie können immer gerade denken, die haben so einen Gehirnnebel, die sind nicht im Gleichgewicht, sie fühlen sich überlastet, aber gehen ihrer Pflicht nach. Mhm. Ja, und aus dieser Situation kommen sie nicht raus. Und wenn man dann mal die Zunge anschaut, dann findest du am Zungenrand außen Zahneindrücke. Mhm. Das berühmte Yin-Schwäche, das heißt also die Milzschwäche. Milz. Und die Milz ist ja jenes Organ nach chinesischer Philosophie, was die Energie im Körper weitergibt zur Lunge, die dann auf den Organismus alles verteilt. Und wenn wir nun zum Beispiel den Ingwer nehmen, dann ist es eine milzstärkende Heilpflanze. Und dieser Ingwer überwärmt nicht wie jetzt der Pfeffer. Das ist ja auch hochinteressant. Der Ingwer wärmt und baut auf. Und wenn du regelmäßig Ingwer anwendest, Ashwagandha oder Rhodiola, dann wirst du sehen, dass diese Zahneindrücke verschwinden mit der Zeit. Oder warmes Getränk. Ja, deswegen viele Menschen, die saft- und kraftlos sind und solche Zahneindrücke aufweisen, sage ich einfach, sie essen zu kalt. Sie müssen mehr Wärme zuführen. Und da ist eine alte ayurvedische Maßnahme, morgens ein Dreiviertel Liter Wasser, gutes Quellwasser, eine Viertelstunde köcheln, so dass das Ganze dynamisiert wird, also so Perlen hochsteigen, es muss nicht heiß sein, sondern einfach nur warm, und dieses trinkt man dann über den Vormittag aus. Also man tut dieses Wasser in eine Thermoskanne und trinkt diese Thermoskanne über den Vormittag aus, also bis 12 Uhr soll es vollzogen sein, dass man das aufgenommen hat. Und ohne Kräuter, einfach nur dieses warme Wasser, führt dazu, dass der Wärmehaushalt des Körpers sich harmonisiert. Ich hatte auch festgestellt, ich hatte das letztens nämlich jetzt angefangen mit dem warmen Wasser trinken, dass ich das Gefühl habe, dass auch der ganze Wasserhaushalt dieses besser in Fluss kommt. Ja, dass ich auch häufiger auf Toilette muss und so, wie jetzt im Gegensatz zum kalten Wasser trinken. Ja, kaltes Wasser macht ja wieder zu. Ja, das heißt auch die Lymphfluss. Ich habe ja immer, und wenn du sagst, der Witwenbuckel, ist es nichts anderes wie ein Lymphgewebestau. Ja, und der zeigt sich nun über dem
ersten Brustwirbel, also der Wirbel, der ja nach der Halswirbelsäule etwas raussteht, der Prominenz, ja. Das heißt also, in diesem Bereich zeigt sich das Areal der Milzschwäche. Und da sind natürlich Dinge sinnvoll, wenn du da beispielsweise Enzyme draus sprühst. Wir haben ja das Rechtsregulat auch schon mal in einer früheren Sendung besprochen. Das sind ja kaskadenfermentierte Enzyme. Mhm. Und dieses 1:1 verdünnt, da morgens und abends draus sprühen. Das zeigt dem Körper genau hier an der Stelle, aktiviere mal den Prozess. Lass alles wieder fließen. Und innerlich kann man Rechtsregulat als Schaukeltherapie anwenden. Also in meinem Buch Enzyme habe ich das ausführlich beschrieben. Das heißt, wir starten mal mit einem Teelöffel 3 Tage, dann steigen wir uns auf 2 Teelöffel, bis man dann nachher bei 3 mal 2 Esslöffel angekommen ist und gehe dann zurück als Erhaltungsdosis 1 Esslöffel. Also das kann man alles in dem Buch wunderbar nachlesen. Und es zeigt eigentlich, dass blockierte Systeme mit Enzymen, die sind ja auch Biokatalysatoren, wieder ins Gleichgewicht kommen. Es gibt verschiedene Enzympräparate, aber gerade in so einem Fall sind diese kaskadenfermentierten Enzyme, die ja keine Allergene mehr besitzen, ideal. Das kann man auch beispielsweise in die Nase sprühen. Und Menschen, die immer wieder so Nasennebenhöhlenbeschwerden haben, Stirnhöhlenprobleme, 1:4 verdünnt, also 1 Teil Rechtsregulat, 4 Teile Wasser in jedes Nasenloch reinsprühen, dann wirst du sehen, dass nach 2-3 Wochen Dinge passieren, wo der Fachmann nur staunt. Also selbst bei Menschen, die schon 2-3 Mal operiert worden sind und nach kurzer Zeit immer wieder die alten Beschwerden zurückkriegen, heißt es für mich, die Entzündung ist immer noch nicht abgeklungen. Ja? Und warum klingt die Entzündung nicht ab? Weil der Körper nicht die Kraft hat, an dieser Stelle die entsprechende Entzündung im Sinne einer stillen Entzündung als Silent Inflammation zum Abheilen zu bringen. Und dann ist natürlich noch eines, der Nerv, der Riechnerv, der älteste Teil unseres Gehirns, verbindet gleich dieses Außen, nämlich an der Nasenanfang, und innen. Und wenn ich da diese Enzyme hingebe, kommen der Impuls dieser Enzyme direkt in das Gehirn, wo dann wieder Hypothalamus, ja, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere, wieder die Achse auch zu den Geschlechtshormonen, Drüsen, also Eierstöcke, Hoden bei Mann, Frau, die Eierstöcke, dass dieses alles sich wieder harmonisiert. Und das ist faszinierend. Ja, also ich bin gerade total begeistert von den Zusammenhängen. Ist das die Milz, also ich könnte doch rein theoretisch dann wirklich als, es betrifft meistens die Frauen, oder? Ja, mit dem Buckel, ja, klar. Wirklich achtsam sein und sagen, okay, wenn sich da irgendwas irgendwie verändert. Dann schaue ich die Zunge an, dann gucke ich, dann kann ich die Nebenniere stärken und kräftigen und dann muss ich frühzeitig gegensteuern. Und dann tritt es gar nicht auf. Aber das sind gerade so, warum Witwenbuckel? Das ist die Witwe, die jetzt trauert, die Stress hat, allein zu sein, jetzt alles selber meistern muss. Ja. Das ist ja genauso ein Stress wie Scheidung oder sonstige oder Dauerstress am Arbeitsplatz. Das ist ja alles selbe. Und die Frauen haben ja nun mal ihre Monatsblutung, wo ja sehr viel Blut verlustig geht. Und das ist natürlich zusätzlich ein Verlust an Energie, an Lebenskraft, an Vis Vitalis. Und das ist genau dieses. Es ist zwar ein Reinigungsprozess, wunderbar, aber es muss ja wieder neues Blut gebildet werden. Und dieser Prozess kostet Energie. Und deswegen ist da gerade die Jamswurzel unter anderem mit beitragen, dass wir dieses sehr gut meistern können. Und die Milz, für was für ein emotionales Thema? Milz ist dann das Thema der, also Lunge ist Säuge, ja. Milz ist eher so dieses Thema Ungewissheit, Schwäche, ja. Und die Energie ist ja in unserer westlichen Medizin ja gar nicht messbar. Das ist ja das Interessante. Aber schon Hippokrates sprach von einer Vis Vitalis, einer Lebenskraft, weil die schon damals erkannt haben, zwischen einem lebendigen Organismus und einem toten Menschen muss ja irgendwas sein. Also ist es eine Lebenskraft, der noch beim Lebendigen da ist und beim Toten nicht mehr. Okay. Und diese Lebenskraft, diese Vis Vitalis, haben halt die Chinesen beobachtet, kann man positiv beeinflussen mit der Nahrung. Das ist ja das, was wir in der westlichen Medizin komplett ignorieren. Ja, du kannst alles essen, ob
Fast Food, ob kalte Getränke, ob kalte Essen oder kühlende Speisen, das ist ja egal. Und dann kommst du in diesen defizitären Zustand. Der Säurebasenhaushalt ist ja ganz, ganz wichtig. Also Kräuter, alle unsere Kräuter, die Kräuterweise früher für unsere Küchenkräuter, Petersilie, Estragon, Oregano und so weiter, die wir ja als Küchenkräuter kennen, Kümmel, Fenchel, ja, Anis, als AKF-Tee, Anis-Kümmel-Fenchel-Tee gegen Blähbeschwerden. Das alles geht immer weiter verloren und das ist eigentlich schade. Was hat jetzt auch gerade dieses, hatte ich jetzt auch die Empfehlung, dieses Kreuzkümmel mitzuessen und, oh Gott, Koriander. Nee, es waren diese grünen Kardamom. Kardamom. Was sind das für Wirkstoffe? Also das, die Inder machen das ja zum Essen immer irgendwelche. Dass die Verdauung angeregt wird, das ist es also ja. Also auch eine Lebensschwäche hat man ja auch eine Verdauungsschwäche. Ja, logisch, das ist ein Blähbauch, Füllegefühl. Es gibt ja viele Zeitgenossen, die sagen, 2-3 Löffel essen sie und dann fühlen sie sich schon gebläht. Sie können nicht weiter essen, Unwohlsein im gesamten Magen-Darm-Trakt, all diese Dinge. Und dass dieses verschwindet, dafür haben die indische Köche schon früh diese Kräuter benutzt, um es zu harmonisieren. Und wenn du schon mal beim Inder essen warst, ist es anders wie bei uns in einem normalen Gasthaus, wo es halt Spätzle und Soße gibt. Wir kommen ja beide aus Süddeutschland, ja. Und da bist du danach platt. Und dann noch ein Schnitzel dazu, dann bist du Ende im Gelände, ja. Und bei so einem indischen Essen ist so ein ganz anderes Gefühl im Bauch. Ja, du bist so belebt. Richtig. Und das sind genau diese Kräuter. Mhm. Und die muss man natürlich bewusst auch kennen und einsetzen, sodass hier dieser Effekt auftritt. Und man kriegt ja auch nach dem Essen gerade diese Anis-Kümmel-Mischung zum Kauen. So ist es, weil diese ätherischen Öle dazu beitragen, dass diese Kräuter, Inhaltsstoffe, unsere Verdauungsleistung aktivieren. Jetzt nochmal zurückzukommen. Nebenniere, Schilddrüse, Witwenbuckel, hängt alles miteinander zusammen? Das ist nur der äußere Zeichen, dass, wo sich halt Gewebe staut, lymphatische Prozesse, die man dann halt auf Höhe des ersten Brustwirbels sehen. Ja. Kann ich da auch äußerlich noch was, also klar, natürlich, ich habe das Rechtsregulat, aber irgendwas mit Schröpfen oder natürlich, keine wer Ahnung. Schröpfen kann, hervorragend. Deswegen ist Schröpfen eine wunderbare Art und Weise, einmal den Lymphfluss anzuregen, die Muskulatur zu entspannen, sodass das Gewebe wieder mit Sauerstoff versorgt wird, dass das Blut wieder alle Zellen mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und so weiter versorgt, sodass das wieder harmonisiert. Was passiert denn genau beim Schröpfen? Weil man hat ja dann wirklich diesen Sog, dann hat man ja ewig diese blauen Flecken. Aber kommt da wirklich Schlacke oder Gifte raus? Oder nein, der Lymphfluss wird aktiviert. Ja? Du musst dir ja vorstellen, wir haben immer die Versorgung von der Zelle. In der Zelle läuft alles ab. So, und wenn jetzt vor der Zelle letztendlich wie vor deiner Haustür immer mehr Müll sich aufsammelt, dann kannst du nicht mehr zur Haustür raus, weil du vor einem Müllberg stehst. Und so ist es auch bei der Zelle. Ja? Und das ist der Pischinger Raum. Pischinger war ein österreichischer Physiologe, der sich damit beschäftigt hat und hat festgestellt, es ist nicht der intrazelluläre Raum, der bedeutender ist, es ist der extrazelluläre Raum, also das um die Zelle herum. Und jetzt erst, wir haben die letzten 30 Jahre Forschung betrieben in den intrazellulären Raum, also das innerhalb der Zelle, und haben jetzt erkannt, es ist eigentlich der extrazelluläre Raum, wie alle Zellen miteinander kommunizieren. Und wenn da der Lymphfluss gestaut ist, letztendlich werden dann die Zellen minder versorgt und schalten ab, was wir eigentlich auch im Gehirn haben, in Form einer Demenz. Ja, das ist das genau dasselbe. Der Kontakt nach außen ist unterbrochen, die Zelle schaltet ab, und wenn immer mehr Zellen, die an unserem Gehirnprogramm oder an unserer Gehirnleistung beteiligt sind, abschalten, umso weniger kann sich der Patient dann an Dinge erinnern und er kommt dann in so einen Zustand, den wir als demenzieller Zustand bezeichnen. Ja. Aber es ist überall dasselbe, wo wir in der Zelle haben, die Durchblutungsstörung in den Beinen, bei den Menschen, die immer wieder offene Beine haben. Da sage ich auch, liebe Leute, gebt denen mal Vitalstoffe, Spurenelemente, Vitalstoffe, die hier dazu beitragen, dass das ganze Gewebe besser durchblutet wird. Und dann
bekommt die Zelle auch wieder Vitalstoffe, sodass sie dann wieder gesündet und das Unterschenkelgeschwür, der Ulkus, heilt dann von alleine ab. Nochmal bei Frauen, ist es dann auch dieses klassische Körperbild, was sich dann zeigt durch den erhöhten Cortisolwert, dass man dann erhöhtes Bauchfett hat oder gerade so dieses Lenden-Speck. Genau, dieses an der Po, dieser Höcker, wo sich manchmal tatsächlich zeigt. Ja. Vor allem diejenigen, die dann eine enge Hose tragen. Ne? Das ist genau das. Ah, das mit diesen Hüfthosen, das genau dann da das, das drüber hängt. Sich das drüber hängt. Das sind also diese hormonelle Störungen und die können wir damit positiv beeinflussen. Mhm. Ja. Sehr schön. Gut, zusammenfassend nochmal ganz kurz. Ashwagandha, Ingwer, dann die ganzen Kümmel-Thematik. Ja, oder vor allem dann auch die Rhodiola. Ja, Rosenwurz. Also Rosenwurz. Mhm. Und wie gesagt, Adrenal, ein Produkt in Deutschland von der Firma Intercell. Oder diese drei Homöopathika sind in Phytokortal von der Firma Steyerl zusammen. Mhm. Und günstig im Kauf, 3x50 Tropfen. Also nicht 3x10, sondern 3x50 am Anfang. Mhm. Große Mengen, weil wir dadurch innerhalb von 4 bis 6 Wochen eine Umstellung tatsächlich forcieren können. Und auch die, wo immer total erschöpft sind, kann man auch dann merken, dass der Cortisolspiegel mit der Zeit ansteigt. Ich gebe was Homöopathisches, aber der Cortisolspiegel geht hoch. Und dann haben wir wieder den regulativen Effekt und das ist das Geniale. Schön. Peter, war super spannend. Vielen Freut Dank. Mich. Ich lasse mir noch was einfallen, ja. Wo ich noch Fragen habe und freue mich auf unsere nächste Sendung. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Liebe Zuschauer, vor allen Dingen die Frauen mit diesen Problemen, ich hoffe, Sie konnten auch einiges neues Wissen für sich ja nach Hause mitnehmen und auch umsetzen. Und es ist immer wieder schön, so komplexe Zusammenhänge erklärt zu bekommen, dass man da auch ein Stück weit wieder Licht ins Dunkle bringt. Und bedanke mich immer, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür. Bis bald. Tschüss.